bitte euch, mal die Plätze einzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Mitarbeiter der Verwaltung, Ortsbürgermeister, Einwohner der Stadt Salzwedel und Vertreter der örtlichen Medien. Ich begrüße euch zu unserer 9. Sitzung des Stadtrates. Kommen wir zur Feststellung der Anwesenheit. Wir sind heute 26 anwesende Stadträte, die Bürgermeisterin. 10 sind entschuldigt, damit sind wir beschlussfähig. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung. Gibt es Anträge? Herr Schulz? Ja? Funktioniert ja nicht. Ich wollte sagen, unter Tagesordnungspunkt 11 möchte ich ersuchen, dass für diese drei Dinge, die darin stehen, nicht en bloc abgestimmt wird, sondern einzeln. Ja. Können wir auch machen, ich melde mich nachher mal. Gibt es weitere Anträge? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer mit der Tagesordnung einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Das ist die Tagesordnung, so wie sie vorliegt, angenommen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 28.10.2020. Gibt es dazu Frau Guna? Ich möchte dazu drei Anmerkungen machen. Zum Ersten war mir in dem Moment nicht bewusst, war mir nicht bewusst, dass die Stellungnahme der Fraktionen nicht so viel wert ist, dass sie aufgenommen wird in das Protokoll. Das war mein Fehler, das hätte ich vorher ansagen müssen. Zum Zweiten hat mich gestört, dass ich statt 3 Minuten, also ich darf 5 Minuten sprechen, habe aber nach 3 Minuten schon Zwischenrufe gekriegt, die mich sehr gestört haben in meiner Darstellung. Und zum Dritten möchte ich mir verbieten, solche weiteren Zwischenrufe, wenn ein anderer redet, dann darf man nicht einfach dazwischen reden, ohne dass man aufgefordert wird. Danke, Frau Gona. Ich möchte aber darum bitten, dass diese Sachen, die ich eben gesagt habe, jetzt ins Protokoll für die nächste Sitzung aufgenommen werden. Ja, habe ich wieder nicht vorher gesagt. Ich bitte um Entschuldigung. Aber ich war etwas aufgeregt. Danke, Frau Gona. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 28.10. Wer dafür ist, bitte ich ums Kartezeichen. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme? Gibt es Enthaltungen? 4. Damit ist die Niederschrift mehrheitlich angenommen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Bericht der Bürgermeisterin. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, sachkundige Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sehr geehrte Medienvertreter. Seit heute gelten die verschärften Regelungen zum Schutz vor Corona. Die Maßnahmen der 9. Eindämmungsverordnung gelten vom heutigen 16. Dezember bis vorerst 10. Januar 2021. Salzwedel ist eine Stadt des Einzelhandels, der inhabergeführten Geschäfte und der Cafés und Restaurants. Für diese und natürlich auch alle weiteren Betriebe und Unternehmen sind die verschärften Maßnahmen finanziell eine Herausforderung. In der umsatzstärksten Zeit des Jahres, dem Weihnachtsgeschäft, muss geschlossen werden. Als Bürgermeisterin verstehe ich die Probleme, die Sorgen und Nöte der Gewerbetreibenden. Aber ich sage auch ganz klar, Covid-19 ist eine Bedrohung, die ungewöhnliche und harte Maßnahmen erfordert.
Hier geht es um unsere Gesundheit, um unser Leben. Daher bitte ich Sie alle, Stadträte, Ortsbürgermeister und natürlich alle Einwohner, diesen Lockdown mit Umsicht und Verständnis zu begleiten. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, trotz der schwierigen Situation, die für uns alle sowohl finanziell wie auch emotional belastend ist, wurde auch in diesem Jahr viel bewegt. Ich erinnere hier an die Sanierung der Salzwedler Grundschulen. Wie umfangreich in der Lokalpresse berichtet, waren die Schülerinnen und Schüler der Perwer Grundschule vom 27. August bis zum 27. November im Mehrgenerationenhaus an der Sonnenstraße einquartiert. Die Schüler und Lehrkräfte sind nun wieder in ihrem Schulgebäude. Dort stehen die Restarbeiten auf dem Plan. Für uns steht nun der nächste große Umzug auf dem Plan. Die Lessing-Grundschule wird in der nächsten Woche das Mehrgenerationenhaus beziehen. Vom 18. bis 24. Dezember wird der Umzug andauern. Kurz zum Stand der Bauarbeiten. An der Lessing-Grundschule sind die Arbeiten an den Heizungs- und Trinkwasseranlagen abgeschlossen. Ebenso ist die Belüftungsanlage im Inneren der Schulaula angeschlossen und betriebsbereit. Die Fenster sind zu über 85% eingebaut, inklusive notwendiger Anpassungen im Innenbereich. Derzeit laufen die Arbeiten an der Fassade und dem Sonnenschutz. Dabei ist der Fortgang abhängig vom Wetter. Noch offen sind die Dachsanierung und die Photovoltaikanlage. Der Fahrstuhl ist in Vorbereitung. Die Nordseite des Gebäudes wird fassadenmäßig erst fertig, wenn der Fahrstuhl angebracht wurde. Derzeit kann festgestellt werden, dass die geplante Fertigstellung der Schulsanierung am 30. Juli 2021 nicht gefährdet ist. Eine kurze, aber sehr positive Nachricht noch aus dem Bereich Brandschutz. Am 9. Dezember wurde ein ca. 350.000 Euro teures Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF-10, für die Ortsfeuerwehr Präzier übergeben. In den Anschaffungskosten sind Fördermittel von 145.000 Euro enthalten. Weiterhin wurde beispielsweise im Bereich der Straßenbeleuchtung investiert. So ist die Straßenbeleuchtung an der Hoyersburger Straße vom Teilabschnitt psychiatrisches Pflegeheim bis zum Toyota-Autohaus wieder instand gesetzt worden, Kostenpunkt 23.715 Euro. Im Park des Friedens wurde die Beleuchtung vom Danall-Museum bis zur Tierparkbrücke erneuert. Dafür investierte die Hansestadt Salzwedel 4.500 Euro. Für die Reparatur der Lampen, die von der Personenverkehrsgesellschaft bis zur Dummelbrücke den Weg beleuchten, wurden 6.000 Euro investiert. Und 13.700 Euro kostete die Umrüstung der Beleuchtung am Schillerstraßenkreisel auf stromsparende LED-Technologie. 47.915 Euro wurden insgesamt in die Straßenbeleuchtung investiert. Dazu kommen noch die üblichen Reparaturen. Im Tierpark Salzwedel hat sich auch einiges getan. Die Zaunanlage des Schaf- und Lama-Geheges wurde erneuert. Die Kosten belaufen sich auf rund 23.500 Euro. Weiterhin wurde aufgrund der Anforderungen in Bezug auf die Schweinepest das Gehege getauscht. Das kostete rund 15.000 Euro. Der Tierpark wird seit Oktober von einem Förderverein unterstützt. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Ehrenamtliches Engagement können wir immer gut gebrauchen. Ein tolles Beispiel zeigte die Schule unter dem Regenbogen. Dort hatten Schülerinnen und Schüler im November einen Schaukelturm für die Tierparkhühner gebaut und im Tierpark aufgebaut. Eine super Sache, die ich noch einmal hier hervorhebe. Da ich gerade bei Baumaßnahmen war, an dieser Stelle noch einige Worte in Bezug auf die Straßenausbaubeiträge. Jeder hier wird sich sicherlich an die langen Diskussionen erinnern, die das Thema begleitet haben. Ich selbst habe mich bereits vor 20 Jahren als ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Tülsen gegen die Erhebung derartiger Beiträge für Anwohner ausgesprochen. Geduld zahlt sich in der Politik aus.
Das Gesetz zur Neuregelung der Beiträge soll noch in dieser Woche vom Landtag beschlossen werden. Ich hoffe, dass wir in Kürze aussagekräftiger sind. Daher müssen sich die betroffenen Anlieger noch etwas gedulden. Selbstverständlich wird die Hansestadt Salzwedel alle Zahlungsverpflichtungen, die sich aus der Gesetzesänderung ergeben, termingerecht erfüllen. Ein kurzer Überblick über Baumaßnahmen. Die Nacharbeit für den Gehweg Neuperwer Straße bis Nordbockhorn erfolgt derzeit. Die Bauabnahme für die Straße Südbockhorn mit Ausnahme des erwähnten Gehweges ist erfolgt. Es wurden von April bis Juli im Gemeindegebiet ländliche Wege repariert, Kostenpunkt 41.235 Euro. Im September sind dann noch Schlaglöcher in verschiedenen Ortsteilen ausgebessert worden. 8.378 wurden auch hier investiert. Reparaturen am Weg Osterwohle-Wiestedt-Langapel kosteten 6.048 Euro. Im Ortsteil Brewitz wurden 85 Meter Entwässerungsleitung erneuert, Investitionsvolumen rund 11.400 Euro. Im Stadtgebiet wurde die Fahrbahn an der Siedlung des Friedens für 17.100 Euro ausgebessert. Am Schüdenwall wurde die Straße für 16.000 Euro repariert. Auf der Braunschweiger Straße vom Bahnübergang bis Wartekreisel waren Tiefbauarbeiten notwendig geworden. Diese kosteten rund 29.500 Euro. Und wir haben ja darüber auch diskutiert, dass der Gehweg dort viel zu schmal war. Hier wurden für die Gehwegverbreiterung noch einmal 32.000 Euro investiert. Sie sehen also, es sind zahlreiche Arbeiten erledigt worden. Ich danke den beteiligten Baufirmen und Fachbereichen, dass dies ungeachtet der Corona-bedingten Erschwernisse möglich war. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, mit dem Zuwendungsbescheid Breitbandausbau Ortsteile Salzwedel und der bewilligten Summe von 4.038.155 Euro konnte die höchste Förderung realisiert werden, die die Hansestadt Salzwedel jemals für ein Vorhaben akquirieren konnte. Hierfür gebührt dem Wirtschaftsministerium des Landes nochmals ein großes Dankeschön für die Unterstützung und Begleitung. Der Ausbauvertrag mit der Avacon Connect GmbH steht kurz vor dem Abschluss, sodass es 2021 mit der Beseitigung der weißen Flecken losgehen kann. Zudem sei daran erinnert, dass die Avacon Connect GmbH auch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Kernstadt und näherer Ortsteile realisieren möchte. In Kürze wird über die konkreten Ausbauschritte, die in 21 und 22 vorgesehen sind, informiert. Das Land Sachsen-Anhalt hat die Ankündigung wahrgemacht und per 10.12.2020 einen Betrag von 2.527.825 als Kompensation für ausgefallene Gewerbesteuereinnahmen überwiesen. Damit sind die pandemiebedingten Mindererträge bei der Gewerbesteuer ausgeglichen worden. Für diese Ausgleichszahlung muss keine Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Allerdings fließt die Zahlung in die Steuerkraftmesszahl der Hansestadt Salzwedel wie üblich in den Finanzausgleich 2022 ein, weil man da ja wieder rückwirkend betrachtet. Überraschend wurden weitere Mittel in Höhe von 442.538 Euro ausgezahlt. Dieser Betrag stammt aus nicht abgerufenen Landesmitteln in Höhe von 38,7 Millionen Euro, die eigentlich für pandemiebedingte Liquiditätsengpässe bei den Kommunen vorgesehen war. Diese Mittel sollten nicht zum Jahresende 2020 verfallen und wurden dementsprechend nach erfolgtem Votum des Landesfinanzausschusses an die Kommunen weitergereicht. So gut wie diese Nachrichten für den gebeutelten Haushalt 2020 auch sind, die Probleme für den Haushalt 2021 sind damit nicht gelöst. Wir werden einen erheblichen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2021 darstellen müssen und die notwendigen Investitionen in Schulen, Brandschutz und Straßen nicht ohne eine neue Kreditaufnahme stemmen können. Geduld ist das Stichwort. Ich weiß, dass die Stadträte auf den Haushaltsentwurf warten. Dieser wird Ihnen schnellstmöglich zugehen.
Wir möchten jedoch die Auswirkung der gestern im Landtag beschlossenen KAG-Änderung mit im Haushaltsentwurf abbilden, sodass es mit der angekündigten Weihnachtslektüre nicht mehr klappt. Es ist dennoch vorgesehen, die Haushaltsberatung im Januar 2021 zu beginnen. Ich möchte Sie, verehrte Damen und Herren Stadträte, noch über einen weiteren Landtagsbeschluss informieren. Mit dem Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in Sachsen-Anhalt vom November 2020 wurde ein Dauerbrenner endlich zum Abschluss gebracht. Die sogenannten und seit der deutschen Einheit von der Hansestadt Salzwedel treuhänderisch verwalteten Separationsflächen werden ab 01.01.2022 in das Eigentum der Hansestadt Salzwedel überführt. Soweit die gute Nachricht. Allerdings gibt es in dem Gesetz, welches tatsächlich nur aus 5 Paragraphen besteht, einen entscheidenden Knackpunkt. Dieser dreht sich um die Verwendung der Mittel, welche aus diesen Separationsflächen erwirtschaftet wurden und werden. Hierzu besteht noch Klärungsbedarf. Die Hansestadt Salzwedel hat juristischen Rat eingeholt und wird ein Schreiben an das zuständige Umweltministerium des Landes verfassen. Inhalt des Schreibens ist der Wunsch, eine kommunalfreundliche Auslegung der entsprechenden Gesetzesnorm zu erreichen. Im Moment ist es so, wir kommen an das Geld nicht dran. Wir können es nur verwenden für die Herstellung der Separationswege. Auch da gibt es schon Schwierigkeiten. Sie haben manchmal einen Separationsweg, Eigentümer, Gemeinde, Separation, Gemeinde. Man weiß gar nicht, wie man das machen sollte. An das Geld kommen wir nicht ran, aber das Anlagevermögen wird uns dann komplett zugeführt. Das müssen wir dann auch bilanzieren. Das lasse ich mit mir nicht machen. Das verspreche ich Ihnen. Wir werden abwarten, wie nochmal die Bestimmung, die Auswirkungsbestimmungen aussehen. Und ansonsten überlegen wir uns dann mit Ihnen gemeinsam den nächsten Schritt innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe dieses Gesetzes. Ich bin immer erfreut über ehrenamtliches Wirken und Handeln für unsere Stadt. Daher ist es mir ein Herzensanliegen, meine Rede am heutigen Mittwoch auch mit einem Hinweis auf die vielen Vereine und Privatpersonen zu beschließen. Seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland ist auch bei uns in der Hansestadt vieles schwieriger oder unmöglich geworden. Kultur, gesellschaftliches Miteinander, Aktionen und Projekte, es ist fast alles zum Stillstand gekommen. Fast kann man vergessen, dass wir uns mit großen Schritten auf Weihnachten zubewegen. Daher wurde im Vormonat auf dem Rathausturmplatz einige Holzhütten mit märchenhaften Motiven aufgestellt, die besinnliches Ambiente bieten sollen. Ein tolles Projekt, welches in den vergangenen Wochen seinen Anfang nahm, kommt von den Lady Lions Salzwedel. 10 leerstehende Ladengeschäfte, vor allem in der Burgstraße, wurde von den ehrenamtlichen Frauen der Lady Lions an den Mann oder an die Frau gebracht. Die Schaufenster wurden von Geschäften und Vereinen dekoriert, sodass diese Fenster zur Weihnachtszeit mit Lichtern, Bildern und viel Hingabe einen Hingucker bieten. Diese 2 Beispiele zeigen, wir Salzwedler lassen uns nicht entmutigen. Ich als Bürgermeisterin der Hansestadt Salzwedel möchte dies als einen Appell an die Ehrenamtlichen, an die vielen Helfer in Vereinen und natürlich auch an unsere Händler, gewerbetreibenden Unternehmen und Betriebe, egal wie groß oder wie klein, verstanden wissen. Wir alle brauchen uns, wir brauchen sie. Und wir werden diese Krise auch gemeinsam bewältigen. Ich wünsche uns allen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Start im neuen Jahr. Und bevor ich den letzten Satz sage, würde ich noch einmal daran erinnern, dass Frau Marita Runge heute ihre letzte Stadtratssitzung hier hat. Wie lange protokollierst du schon? 33 Jahre? 34 Jahre. Dafür nochmal ganz offiziell
ein Dankeschön. Es sind abendliche Aufgaben, die hier zu erfüllen waren, die in vollster Zufriedenheit ständig erbracht wurden. Aber sie nimmt eine andere Aufgabe wahr. Da freuen wir uns auch drüber. Der Nachfolger sitzt hier, das ist Konrad Lenz. Der macht seine Sache auch gut. Aber heute nochmal mein Dank ganz speziell an Frau Runge. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Frau Bürgermeisterin, dürfen wir uns den Glückwunsch anschließen? Ja, bitte gern. Ja, dann komme ich zu spät. Ich schließe mich auch den Glückwünschen an. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Ja. Doch mal ganz kurz, sie bleibt in der Stadtverwaltung, sie ist nur nicht mehr im Ratsdienst. Das ist kein Abschied. Bevor wir zum Tagesordnungspunkt 5 kommen, habe ich Ihnen noch einige personelle Veränderungen mitzuteilen. Vom Personalrat des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Salzwedel ist eine Änderung im Betriebsausschuss erfolgt. Der Betriebsausschuss besteht jetzt aus den Personen Sabine Dase und neu Nina Lichtner. Die Vertreter sind Anja Kuhl und Miriam Koch. Ich bitte den Stadtrat um Bestätigung dieser Personal. Herr Sensenschmidt, das ist der Tagesordnungspunkt 8. Oh, Entschuldigung. Wir haben den falschen Zettel. Ah, Entschuldigung. Dann kommen wir nachher nochmal zu. So, dann habe ich Ihnen mitzuteilen, dass unsere Kollegin Christine Ruff den Austritt aus der Fraktion Freie Liste bekannt gegeben hat zum 30.09. und laut Mitteilung Salzwedel Stadt bis Land bis Stadt tritt sie dieser Fraktion bei, ist richtig. Ja. Und dann hat in diesem Zusammenhang hat die Fraktion Salzwedel Stadt bis Land einen Antrag eingebracht, um die Ausschüsse neu zu besetzen. Das wird dann in der nächsten Stadtratssitzung im Februar erfolgen. So. Kommen wir dann zum Tagesordnungspunkt 5, Stellungnahme der Fraktion des Stadtrates. Herr Krümmel. So, sehr geehrte Anwesende, den Weggang von Christine Ruff aus unserer Fraktion hätten wir uns etwas anders gewünscht. Uns ist bis heute rätselhaft, warum sie die Freie Fraktion verlassen hat und wir erst offiziell von der Stadtverwaltung in Kenntnis gesetzt wurden. Als große Wählergemeinschaft sind wir im letzten Jahr bei der Wahl zum Stadtrat angetreten. Frau Ruff ist lediglich aufgrund der großen Liste in den Stadtrat gekommen. Mit ihrer jetzigen Fraktion hätte sie dieses Mandat nicht bekommen. Wir sind darüber sehr enttäuscht und hätten erwartet, dass sie ihr Mandat zurückgibt. Danke. Danke, Herr Krümmel. Herr Kappler. Herr Vorsitzender, Frau Bürgermeisterin, ich verstehe die Aufregung der Freien Fraktion so nicht. In den zurückliegenden Jahren hat es immer Wechsel von Mitgliedern im Stadtrat gegeben. Dazu gibt es genügend Beispiele. Ich möchte darauf verzichten, die im Einzelnen hier zu nennen. Aber noch nie wurde ein Stadtrat oder eine Stadträtin aufgefordert, ihr Mandat zurückzugeben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Denn gerade in Wählergemeinschaften ist es ja eigentlich mit mehreren Strömungen immer die Möglichkeit gegeben von Wechsel.
Jeder Mandatsträger, und das ist Frau Ruf in dem Fall, ist eigentlich nur ihren Wählern verpflichtet. Und nur diesen Wählern muss sie Rechenschaft ablegen. Und ich kann hier und werde heute nichts dazu sagen, denn Frau Ruf hat uns auch nicht in Kenntnis gesetzt, warum sie wechseln möchte. Aber das ist eine Entscheidung, die vorgenommen wird und die ist einfach zu akzeptieren. Es gibt Schlimmeres, als mit uns gemeinsam in einer Fraktion Kommunalpolitik zu bestreiten. Denn ich möchte sagen, ein Arne Beckmann, ein Wolfgang Kappler, ein Frank Wüstemann oder Volker Kreitz und Daniel Schäfer, wir haben uns auch mitunter ganz ordentlich immer, aber wir machen Arbeit. Die Ausschüsse, Herr Krümmel, sind davon aus unserer Sicht überhaupt nicht betroffen und auch nicht die Ausschussvorsitzenden. Es gibt jetzt vier gleich starke Fraktionen mit 6 Mitgliedern. Das Kräfteverhältnis hat sich verändert und darauf legen wir Wert, dass durch ein Losverfahren alle 4 Fraktionen, vielleicht hat der eine oder andere ein bisschen mehr von Thün oder der eine, aber ich möchte, dass wir hier im Losverfahren im Februar das Problem der zusätzlichen Sitze in den Ausschüssen so regeln. Und darum haben wir als Fraktion dieses Vorgehen für uns so beschlossen. Danke. Danke, Herr Kaplan. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Einwohnerfragestunden. Herr Block. Ja, Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren Stadträte, ich möchte Sie mit dem Problem einer Bürgerin aus der Sonnenstraße 21 konfrontieren und bitte um Unterstützung in nachfolgender Angelegenheit. Diese Bürgerin ist Mieterin in der Sonnenstraße Nummer 21 und ist stark an Asthma erkrankt. Sie braucht aber nachts ein offenes Fenster oder angewinkeltes Fenster, um entsprechende Frischluftzufuhr für die Nacht zu bekommen. Und das bekommt sie nicht in den Monaten vom Frühjahr bis Beginn des Herbstes, weil es dermaßen aus dem Regenrückhaltebecken stinkt. Sie kriegt dann mehrmals einen Asthmaanfall des Nachts. Und solange die jetzt Landschaftssanierung existiert hat, wurde durch diese das Regenrückhaltebecken gepflegt. Inzwischen ist es fast nahezu zugewachsen. Aus diesem Grund würde ich Sie bitten, ich war bereits bei der Amtsleiterin Umweltamt des Landkreises gewesen und sie hat mir bestätigt, dass es in der Verantwortung der Stadt Salzwedel liegt und hätte dieses Anliegen auch an das Bauamt, an die zuständige Kollegin übergeben. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie das Problem, ich sag mal, im Frühjahr spätestens lösen könnten. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Einwohnerfragestunde. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7, Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung gefassten Beschlüsse. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28. Oktober die Auftragsvergabe für die Elektroplanung der Lessing-Grundschule aus dem Digitalpakt beschlossen an das Ingenieurbüro IMS Michael Schrader in Ahrensee mit einer Auftragssumme von 22.062,54 €. Danke sehr. Kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 8. Jetzt bin ich nochmal dran. Soll ich das nochmal vorlesen? Ja? Also die neuen Mitglieder im Betriebsausschuss sind Frau Sabine Dase und neu Nina Lichtner. Die Vertreterinnen sind Anja Kuhl und Miriam Koch. Ich bitte den Stadtrat um Bestätigung dieser Personalie. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall, damit ist diese Personalie bestätigt.
Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9, Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Salzwedel, Vorlage 2020-170. Gibt es dazu Anfragen? Das ist nicht der Fall. Wer mit dem Wirtschaftsplan einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Eine Stimmenthaltung? Damit ist der Wirtschaftsplan mehrheitlich angenommen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10, Änderung Miettarif Kultur Salzwedel, Benutzungsentgelte Kultur Salzwedel vom 23.01.2019 und Änderung Miettarif Mönzkirche vom 01.09.2005, Vorlage 2020-194. Gibt es dazu Anfragen? Herr Krümmel. Für die ohnehin gebeutelten Vereine und auch für unsere städtischen Schulen stellen wir den Antrag, die Nutzungsentgelte für das Kulturhaus, welche aus Fördergeldern, aber auch aus Steuergeldern dieser Stadt finanziert wurden, auf folgende Grundentgelte für die Nutzung bis zu 10 Stunden zu reduzieren. Foyer 150 Euro, kleiner Saal 150 Euro, großer Saal mit Bühne und Künstlergarderoben 300 Euro. Für die ehrenamtlich tätigen Menschen mit ihren Vereinen, denen in diesem Jahr nicht nur viele Mitglieder weggelaufen sind, sondern auch einen nicht unerheblichen Teil ihrer Sponsoren ihre Zusage für die nächsten Jahre gekündigt haben, sollte die Chance gegeben werden, in den nächsten Jahren sich wieder neu aufzustellen und ihre Angebote zu erweitern. Danke. Herr Hund? Ist ja schön und gut, wenn man hier den Antrag stellt, aber ich denke, in diesem Umfang, der hier genannt worden ist, hätte man das schriftlich vorher einreichen müssen, um so einen Antrag hier in dieser Tragweite dann auch bearbeiten zu können. Entweder Sie stellen den Antrag zum Verschieben wieder zurück in die Ausschüsse, aber nicht zur Behandlung hier im Stadtrat. Das ist einfach zu umfangreich, was Sie jetzt hier vorgetragen haben. Herr Kappler? Herr Vorsitzender, dieser Beschluss, wie er hier heute vorliegt, ist schon in mehreren Ausschüssen vorberaten worden. Das kommt dazu. Und darum bitte ich, dass wir den, so wie er in den Vorberatungen durchgelaufen ist, hier heute auch zur Kenntnis nehmen und beschließen. Herr Hund? Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir zur Vorlage, die hier vorliegt, stehen. Und so wie Herr Kappler es gesagt hat, es ist ja langfristig durchgeführt worden. Es sind auch unsere Anfragen beantwortet worden bezüglich der Einnahmen vor und nach Änderung der Tarife durch die Bürgermeisterin. Und wir stehen dazu. Aber wenn man so etwas beantragen will, sollte man es schon rechtzeitig machen und nicht erst in so einer Sitzung. Herr Krümmel nochmal. So, ich habe mich deswegen dazu entschlossen, weil es kurzfristig eben auch Änderungen gab, wie man ja etliche, ich habe es auch vorgetragen. Bei vielen Vereinen sind Sponsorenzusagen ganz einfach für 2021 weggefallen aufgrund der Pandemie und deswegen haben wir uns kurzerhand entschlossen, diesen Antrag so zu stellen. Wenn, dann müssen wir natürlich zurückstellen. Herr Beckmann? Also diese Sponsorengelder oder die Versprechungen sind nicht erst kurzfristig weggefallen, sondern das ist ja schon lange absehbar gewesen, dass das so ist. Und schon vor dem Finanzausschuss wäre ausreichend Gelegenheit gewesen, einen Antrag zu stellen, beziehungsweise mit geänderten Werten reinzugehen und dann weiter über den Hauptausschuss das weiter auszudiskutieren. Und dann wäre es jetzt hier nicht mehr dazu gekommen, dass noch einmal Zahlen im Raum stehen, weiß ich, 5 aus vielleicht 100, ja, die wir uns jetzt hier mühsam zusammensuchen. Ja, ich habe ja in dem zuständigen Marketingausschuss auch darüber nochmal berichtet, wie viele Vereine es waren, die Foyer und so weiter benutzt haben. Frau Wichmann, helfen Sie mir, waren 4 oder 5
sogar noch, also es hat nicht abgenommen, sogar nach der, vor diesem heutigen, ich sag mal, Beschluss, selbst da wurde mehrmalig dort reingegangen, auch ins Foyer, auch von Vereinen. Wir reden da nicht von dem großen Saal oder anderen Dingen. Also 50%, man kann jetzt so oft man möchte reingehen, so oft man möchte. Und die Kalkulation, wenn Sie die alle noch im Gedächtnis haben, da sind 100% Gebühren, entsprechen ungefähr 30% der wirklich tatsächlichen Kosten. Und von diesen 30% sind 50% noch mal runter. Wir sind schon bei 15% in etwa. Herr Schlicker. Ich sage, wir stimmen diesem Vorschlag zu. Ich meine, er ist nicht neu. Wir haben darüber schon jahrelang davor diskutiert und wir haben, wie schon die Bürgermeisterin richtig sagt, 50% jetzt aber nur für einmal gehabt. Der Verein konnte es einmal nutzen und musste dann höher gehen. Aber ich denke mal, wie viele Vereine haben denn so viele Termine in den Kopf zu nehmen? Also mehr als zweimal wird das nicht stattfinden, dass da jemand reingeht. Ich will jetzt nicht Profit sein, aber es heißt immer, das Ehrenamt ist das Rückgrat der Gesellschaft. Und ich denke, gerade jetzt durch die Pandemie-Geschichte, da haben wir alle Mut zu finden, die jetzt hier im Verein tätig sind, damit wir wieder mit dem Kulturleben in Gange kommen. Deswegen ist der Vorschlag richtig so. Und ich würde auch nicht darum rumrütteln jetzt und sagen, das vertagen wir nochmal. Es ist eine solide Basis da und stimmen wir drüber. Gibt es weitere Wortmeldungen? Damit stimmen wir erstmal über. Herr Hund? Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Schwieger. Was meint er nun? Wo stimmt die CDU zu dem Vorgelegten oder zu dem, was Herr Krummel vorgetragen hat? Den Urvorschlag. Genau. So. Damit kommen wir erstmal zur Abstimmung über den Antrag der Freien Liste. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. 3 Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? Und Stimmenthaltung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stimmenthaltung? Kann ich nicht verstehen. Bitte nochmal hochhalten. 7. 7 sind das da hinten. 7 Stimmenthaltung. Damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Antrag. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme? Stimmenthaltung? 3 Stimmenthaltungen. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11, Satzungsbeschluss über die 4. Änderung des Bebauungsplans Nummer 1594, Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord, Vorlage 2020-204. Gibt es dazu Wortmeldungen? Herr Schulz, bitte. Ich melde mich nochmal. Da ersuche ich jetzt an dieser Stelle, dass nicht en bloc, sondern einzeln abgestimmt wird über PV-Anlagen, Biogasanlagen und Tierhaltungsanlagen. Ja. Gibt es erstmal weitere Wortmeldungen, Herr Hund? Also ich empfinde es als schwierig. Das ist ja so auch gar nicht in der Vorlage formuliert, sondern es ist eine Änderung des B-Planes bezogen auf diese von Herrn Schulz vorgetragenen Anlagen. Und da müsste man das dann völlig neu formulieren. Wobei ich den Sinn darin jetzt nicht sehe, sondern das entspricht schon dem, was man eigentlich dort nicht haben sollte. Also ich plädiere auch für die Beschlussvorlage, weil es ergibt für mich sonst... Ja. Herr Lahmann. Ja, ich möchte meine Meinung dazu auch sagen. Und zwar, ich denke mal, in diesem Antrag sind doch sehr unterschiedliche Dinge zusammengefasst, die doch das verwirrt in dem, weil es doch sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt.
Also ich denke, es ist eine unzulässige Zusammenfassung von inhaltlichen Dingen, die also dazu führen, dass man zwangsläufig einige, die also nicht gleichmäßig für jeden einzelnen Punkt stimmen können, gezwungen sind, sich der Stimme zu enthalten. Und das ist eine Nötigung, empfinden wir das hier, der Stadtrat, der Angehörigen hier, der Mitglieder. Damit können wir nicht einverstanden sein. Ich denke, man kann unterschiedlicher Meinung sein zu diesen Punkten und deshalb muss man auch die Möglichkeit haben, seine Meinung zu diesen unterschiedlichen Inhalten kundzutun. Und ich denke mal, man sollte auch nicht hier so spitzfindig sein, diesen Tagesordnungspunkt, den ersten Antrag hier absetzen und im Nachhinein sagen, also dann müsste der ganze Antrag verändert werden. Also irgendwelche Widersprüche dann konstruieren, das ist eigentlich keine schöne Art hier. Danke. Herr Schulz. Ich möchte direkt mal auf den Vorredner Herrn Hund von der SPD eingehen. Es ist nicht erkennbar, dass man den ganzen Antrag noch mal neu überarbeiten muss, sondern wir könnten es ganz einfach machen, über die drei Dinge im Detail abzustimmen. Und dann muss ich Herrn Hund auch noch sagen, wir sind nicht der Ansicht, dass das alles drei sowieso vom Tisch muss, sondern man hat da durchaus Meinungsunterschiede. Herr Hund? Ich habe jetzt zur ganzen Vorlage noch mal eine Nachfrage. Soweit ich das jetzt sehe, wird ja ein Satzungsbeschluss gefasst. Es war eine Auslegung vorhanden, die Träger öffentlicher Belange wurden befragt, die Öffentlichkeit konnte dazu Stellung nehmen und das ist jetzt der letzte Schritt, um diese Satzung zu beschließen. Sollten wir jetzt das Ganze aufdröseln, dann ist meiner Meinung nach das ganze Verfahren von neu zu beginnen und es müsste nochmal ausgelegt werden, nochmal nachgefragt werden und danach würde man dann erst einen neuen Satzungsbeschluss fassen können. Ist das korrekt? Frau Bürgermeisterin, dann Herr Schlieger. So, es geht hier, wenn Sie den Sachverhalt lesen, geht es ja, wenn ich Herrn Schulz richtig verstanden habe, einzeln abzustimmen, wollen wir PV-Freiflächenanlagen. So, die wollen wir nämlich ausschließen, weil es ein Gewerbegebiet ist, da soll sich Gewerbe ansiedeln. Wollen wir Biogas- und Tierhaltungsanlagen im Gewerbegebiet, auch das wollen wir ausschließen. Hier sind nur die Dinge drin, die wir ausschließen wollen. Ich weiß nicht, warum man das aufdröseln sollte, ich kann keinen Grund erkennen. Herr Stieger zuerst, dann. Ich weiß auch, wie das damals gewesen ist. Da wurden Erschließungsarbeiten ausgeführt, da liegen Trinkwasser, Abwasser, Regenkanal drin. Und jetzt auf einmal kommt da eine Photovoltaikanlage hin. Die braucht das alles nicht. Dafür, wir wollen Gewerbe haben. Wir wollen, dass unsere Leute hier Arbeit haben, dass wir Gewerbesteuern reinkriegen. Das kriegen wir nicht rein. Kriegen wir auch rein, aber natürlich nicht in der Form. Wir wollen das schon, was erschlossen ist und vorgehalten ist für Industrien, für Arbeitsplätze, die eben, wo eine Halle steht, wo drin gearbeitet werden kann. Das wollen wir haben und nicht andere Sachen, die jetzt hier woanders auch sein können. Da findet man sicherlich eine andere Stelle außerhalb der Stadt irgendwo. Die sind ja auch ausgewiesene Gebiete zum Teil sogar. Dass man da das nimmt, aber hier bei der Stadt, wo die Leute kurze Wege haben, wo auch die Warnschüsse nicht weit sind, die Straße ist nicht weit. Da sollten wir schon darauf achten, dass das auch in unserem Sinne dann so ausgegeben wird und abgegeben wird für die entsprechenden Gewerke, die da kommen können. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und so denke ich, habe ich auch recht. Wenn man richtig überlegt, kann das nur so laufen. Herr Lahmann? Dass alle drei Dinge ausgeschlossen werden. Wir heißt, Sie können nicht wir sagen, ja? Sie können nicht das Wort für den Stadtrat hier nehmen, ja? Für die Stadtratsmitglieder. Also das geht so nicht. Es gibt auch andere Meinungen, die das nicht wollen. Außerdem muss ich mal sagen, es wird immer ganz toll auf Sonntagsreden geredet, ja, Fridays for Future, wir unterstützen euch, ja, wir machen hier einen Energieplan und so weiter. Wir sind also für die Energiewende und wenn es konkret wird, das ist bei den Bussen so im Landkreis, das ist immer, wenn es konkret wird, um Maßnahmen zu beschließen, dann ist es plötzlich ganz anders. Ja? Und dann werden die Dinge, die dazu beitragen, die Energiewende zu forcieren, die werden dann wieder rausgenommen. Also mit diesem Widerspruch muss jeder mit sich selber ins Reine kommen. Herr Ostermann zur Geschäftsordnung. Ich hatte mich auch vorher gemeldet. Ich frage, wo das hinzielt und jeder weiß, was es Neues gibt, wenn das kommt oder wenn das Alte beschlossen wird. Deswegen beantrage ich jetzt Ende der Debatte und Abstimmung des Änderungsantrags. Ich habe mich gemeldet. Nee, jetzt war ich erst dran. Die Wortmeldung war noch Frau Bürgermeisterin und Herr Schulz.
So, also nochmal, Herr Lahmann, es geht darum, wir reden hier über ein Gewerbegebiet und um die Ansiedlung von Gewerbe. Und nur darüber, wenn ich mir meine, das ist eine Vorlage der Verwaltung, dem können Sie zustimmen oder Sie können es ablehnen. Das ist wir. Die Verwaltung hat Ihnen das vorgelegt, es ist ausgelegt gewesen und ist heute beschlussreif. Mehr nicht. Wie wir abstimmt, das ist Ihre Sache. Herr Lahmann, bitte. Herr Schulz? Ja, ich möchte noch mal erklären, wenn man dieses ablehnt, dann wäre man, also die Vorlage hier ablehnt, dann wäre man für tierquälerische Massentierhaltung und für diese nachwachsenden Rohstoffe zur Energienutzung. Das wollen wir nicht. Wir haben in der letzten Woche gehört von der Bundesregierung, dass Vorlagen erarbeitet worden sind, die Energiewende zu forcieren und voranzubringen. In den letzten Jahren haben wir gar nichts erlebt auf dieser Strecke. Und wir wollen doch nicht, dass wir auf unserem Planeten zugrunde gehen. Wir wollen die Energiewende und ich ersuche in aller Form darum, dass diese drei Dinge jetzt nicht am Block, sondern en Detail abgestimmt werden. Verstanden. So, wir kommen erstmals zum Vorschlag von Herrn Schulz. Wir stimmen jetzt über seinen Vorschlag ab, nicht am Block abzustimmen, sondern einzeln. Wer für den Vorschlag ist von Herrn Schulz, den bitte ich um das Kartenzeichen. 3. Gegenstimmen? Enthaltung? 3 Enthaltungen. Damit ist der Vorschlag oder Antrag von Herrn Schulz abgelehnt. Kommen wir nur zum ursprünglichen Beschluss. Wer mit diesem Satzungsbeschluss über die vierte Änderung des Bebauungsplans Nummer 1594 Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? 2 Stimmenthaltungen. Damit ist der Antrag angenommen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 12, überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungshaushaltsjahr 2020, Elektroinstallation Grundschule Lessing, Vorlage 2020-211. Gibt es dazu Anfragen? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung. Wer für diesen Beschluss ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Keine. Ist der Beschluss einstimmig angenommen? Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 13, Antrag 10.220 der SPD-Fraktion Umwidmung Gartenflächen im Bauland. Frau Blümel. Ja, ich habe auch schon mit der Fraktion gesprochen, dass das durch die Verwaltung bearbeitet wurde. Ja, es kann umgewidmet werden, dem steht nichts entgegen. Die einzelnen Eigentümer möchten sich dann bitte an die Stadtverwaltung wenden, denn die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes muss dann von den Antragstellern auch übernommen werden. Herr Hund, ist das so in Ordnung? Muss jetzt nicht drüber abgestimmt werden? Es braucht jetzt keine Abstimmung geben. Es war ja praktisch die Anfrage, ob das so passieren kann, ob eine Umnutzung erfolgen kann. Und insofern ist die Information für uns ausreichend. In Ordnung. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 14, Anfragen und Anregungen. Frau Bürgermeisterin? Ich möchte noch mal klarstellen zu den Miettarifen. Das betraf nicht nur das Kulturhaus, sondern wir haben auch über die Mönchskirche abgestimmt, dass das auch alles zum halben Preis passiert. Herr Heide? Gut, und zwar, ich hätte folgende Frage. Am 1. Juli hat der Stadtrat einen Beschluss gefasst, dass das Einsatzgeld für die Feuerwehrleute in der Hansestadt Salzwedel von 10 auf 15 Euro erhöht wird. Ich wollte einmal fragen, wann dieser Beschluss umgesetzt wird, weil mein Kenntnisstand ist, dass aktuell noch nicht die Einsatzgelder gezahlt werden. Außerdem beinhaltete der Antrag, dass die Stadtverwaltung
Vorschläge macht, inwieweit die Aufwandsentschädigung für die Funktionsträger erhöht wird. Da wollte ich einfach mal fragen, wie da der Stand der Dinge ist. Und zu guter Letzt, wenn diese Erhöhung des Einsatzgeldes umgesetzt wird, wird die rückwirkend für den 01.01.2020 umgesetzt? Das wären meine Fragen zu dem Thema. Herr Hensel, bitte. Also es gibt natürlich jetzt schon Einsatzgeld, das mal vorweggeschickt, ja, das kam jetzt falsch rüber. Die Erhöhung, die haben wir sozusagen geplant. Es gibt einen Entwurf einer Satzung. Ich gehe davon aus, dass wir im Februar darüber auch dann beschließen können, im nächsten Stadtrat. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir das rückwirkend machen. Das ist einfach so, dass Satzungen grundsätzlich für die Zukunft gelten. Also das ist zumindest Stand jetzt nicht geplant. Aber wir kommen dem Beschluss natürlich und setzen den um, wie gesagt, im Februar. Nächster Stadtrat, erster Stadtrat 2021. Herr Heide, dazu nochmal. Ja, aber wir haben doch die Erhöhung des Einsatzgeldes zumindest schon am 1.7. diesen Jahres beschlossen. Natürlich muss es aber in eine Satzung umgemünzt werden, die dann der Stadtrat auch beschließt. Und es war ja auch ein weitergehender Antrag, dass wir die Führungsfunktionen auch bedenken. Also das wird umgesetzt, aber Stand jetzt nur für die Zukunft. Es sollen noch andere Erhöhungen aufgeben. Nicht nur das Einsatzgeld. Das ist immer anders. Dass die ganze Satzung überarbeitet wird. Herr Schäfer? Ja, guten Abend. Ich wurde heute angesprochen, interessanterweise, von einer Bewohnerin der Stadt Salzwedel, aber aus einem Ortsteil. Und wir sind über eine ganz witzige Diskussion gestoßen, und zwar, dass es in einem Großteil der Ortsteile, nicht der Kernstadt, der Ortsteile, keine öffentlichen Mülltonnen gibt. Woher ist das Thema überhaupt gekommen? Wir haben dieses Jahr beschlossen, dass es anhand der Stadtmauer Hundetütchen gibt für die Hinterlassenschaften der Hunde. Das ist auch gut so. Eigentlich sollten die Leute sich da selber drum kümmern, aber machen sie ja nicht. Jetzt haben wir was geschaffen. Das Problem gibt es natürlich in den Ortsteilen auch. Da gibt es auch Hundebesitzer, die gehen spazieren, die gehen auf den Gehweg und leider Gottes lassen sie ihre Hunde dort auch machen und machen es nicht weg. Ist nur eine Anfrage, ob wir mal prüfen können. Ich habe tatsächlich, dadurch, dass die Anfrage heute kam, ich würde fast behaupten, bei mir im Ortsteil gibt es auch keinen Mülleimer. Ich hätte sofort gesagt, an der Bushaltestelle ist einer. Ja, wenn man keinen Kinderspielplatz hat, ist es schon schwierig. Aber dass wir einfach mal gucken, dass wir auch in den kleinen Orten wenigstens einen haben und ob wir jetzt auch noch Tüten hinhängen, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber in Scheine beispielsweise hängt auch kein Mülleimer. Und das wird die auch geleert kriegen. Ich weiß, es kostet auch ein Geld, das muss gemacht werden. Dann stellen wir einen rein, wo einfach alles. Ja, also einfach, dass wir mal gucken, wo vielleicht keiner ist oder keiner mehr ist. Das ist ja auch noch das Thema. So, also in den Ortschaften, ich komme ja selber aus einem kleinen Ort, da regeln wir das untereinander, bei uns passiert es nicht. Wir haben ja hier auch Ortsbürgermeister, Herr Walter, wie ist es in Henning, oder Herr Kappler in Prezier, Herr Wüstemann in Langapel, da würde ich doch ganz gerne mal um Rückmeldung bitten. Also bei uns liegt nichts und Mülleimer stehen bei uns, soweit man hat, am Kinderspielplatz und immer an der Bushaltestelle. Insoweit und ansonsten, wenn ich mit dem Hund weggehe, dann stecke ich mir eine Tüte einfach ein. Dann braucht man Salzwedel in der Kernstadt auch keine Tüten hinlegen. Wenn man das Herr Schäfer. Also gleich weg alle. Gut. Herr Heider? Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, Sie haben ja die Straßenausbaubeiträge angesprochen. Brietz heiße ich, nicht Prezier. Das ging nochmal. Ja, da habe ich es. Herr Heiler. Gut. Sie hatten ja die Straßenausbaubeiträge angesprochen. Der Gesetzentwurf sieht ja so aus, dass die Kommunen bis 2023, dass da für die Kommunen eine Kannbestimmung ist, diese Straßenausbaubeiträge nicht mehr zu erheben. Können Sie schon einschätzen, wie das in Salzwedel gehandhabt wird? Weil ich habe. Wenn das Geld nicht vom Land kommt, haben wir da keine Chance, die Bürger dazu entlasten. Also, die Kannbestimmung ist Sache des Stadtrates. Die Ist-Bestimmung haben wir nach Gesetz einfach zu machen. So, und da kommt es darauf an, wann die Bescheide
die letzten Bescheide rausgegangen sind. Wenn die im Jahre 2020 rausgegangen sind, dann, also ich habe den Gesetzestext noch nicht vorzulegen, Herr Heider, ich kann darüber heute nicht spekulieren. Wie das ganz genau wird und mit ganz genau den Stichpunkten, aber so war es ja mal angedacht, so wurde es ja auch immer kommuniziert, die Bescheide mussten raus sein, also ich habe immer nur das Jahr 2019 noch im Kopf, dass dann, man dann kann, wenn man auch kann. Und für 20 und so weiter ist es ja so, das ist ja dann der Ausgleich erstmal. Für 20 und nicht 21, glaube ich, also ich kann das genau sagen. Gibt es weitere Anfragen, Herr Scherer? Ganz kurz nochmal Frau Wimmel zur Klarstellung. Also wir haben ja kein Zielgespräch, Entschuldigung. Die Anfrage kam heute konkret aus Scheine. Es ist mir nur dabei aufgefallen, dass ich der Meinung bin, dass wir auch keinen Mülleimer haben. Wir regeln das bei uns im Ort auch selber. Ich habe das Problem in Warnebeck auch noch nicht gehabt. Aber ich wollte nur klarstellen, wir sollten vielleicht mal gucken, wo keine Mülleimer mehr da sind, dass wir die vielleicht wieder herstellen. Danke, Herr Schäfer. Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich auch diesen Tagesordnungspunkt und auch damit den öffentlichen Teil. Ich danke den Bürgern für ihr Kommen, auch der Presse, und wünsche allen, die jetzt den Saal verlassen, noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.